Und willkommen zurück bei The Pirate Caribbean Hunt. Für mich geht's direkt weiter, für euch nicht. Haha. Falls ihr es nicht wisst, wir haben den Plan, uns eine militärisch ausgestattete Galeone unter den Nagel zu reißen. Das ist keine Dschunken. Oh, Dschunken. Dschunken habe ich nie so wirklich benutzt, deswegen wäre das eigentlich mal ein Grund, sich welche zu angeln. Vor allem, weil die ja eindeutig nicht schlecht bewaffnet sind. Aber stattdessen machen wir mal eine Rundfahrt durch unsere Häfen. Sammeln die ganze Knete ein, die sich da gesammelt hat. Ach du Kacke. Ja, das ganze Puerto Cabello-Gedöns hat halt eine Weile gedauert. Deswegen, da hat sich einiges angesammelt. Ich suche halt wirklich einfach eine Galeone. Ja, und es sind sogar Niederländer. Hier sieht man 44 Kanonen. Galeonen sind einfach sexy. Und das schnappen wir uns auf jeden Fall. Und vorher können wir uns noch hier eine Flöte angeln. Ich glaube, das machen wir so rum. Erst die Flöte, dann die Kriegsgaleone. Also, es ist keine Kriegsgaleone. Aber ich glaube, die Galeone zuerst ist doch schlauer. Wir haben ja zwei Korvetten. Denn sonst greift die Galeone noch die Flöte an oder so. So, ihr bleibt mal an Ort und Stelle, bitte. Ihr sollt mir nicht in den Weg fahren, während ich hier mich um die Galeone kümmere. Perfekt. Schaut euch dieses schöne Schiff an. Die sind leider ein bisschen langsamer als Korvetten. Wie erwähnt. Korvetten sind einfach die sexigsten Schnellschiffe und von hier an wird es einfach langsamer werden und dafür mehr Feuerkraft, mehr Panzerung, sag ich mal. Es wird eine Verlagerung. Wenn ihr es euch als so ein schickes Diagramm vorstellt, können wir die direkt kapern mit unserem jetzigen Schiff? Können wir tatsächlich. Es wird halt immer eine Verlagerung geben, so wie die Korvette ist quasi fast nur auf Speed gelevelt. Und jetzt langsam verschiebt sich das von auf Speed gelevelt zu anderem Gedöns gelevelt. Aber da hinten ist sie und sie gehört uns. So, die Flöte schnappen wir uns einfach nur, damit wir ein bisschen Geld machen. Und ich mag Geld und unser minziges kleines Schlangenschiff gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht, das hat was. Vielleicht mache ich die Schlangen noch ein Segel höher. So, du wirst uns nicht entkommen. Denn du bist langsam und kaum bewaffnet. Und wir sind medium bewaffnet, schnell und haben viele Leute an Bord. So, wie viel hast du so? 47 Segeltuch. Ich hoffe, Segeltuch ist gerade teuer, das wäre ideal. Wo fahren wir denn mal hin? Oh, sie hassen uns jetzt. Ideal. Dann würde ich sagen, hat sich das erledigt. Wir fahren zu den Engländern einfach. Wobei wir hätten wohin fahren sollen, wo wir mehr Leute herkriegen, weil hier sind irgendwie wenig Leute tatsächlich. Segeltuch ist teuer, perfekt. So, Kartätschen brauchen wir nie im Leben. Oh, das Segeltuch wird sich lohnen. Das Segeltuch wird sich lohnen. Ja. Nochmal fast 1000. Ist nicht so, als hätten wir eh schon tonnenweise Knete, wenn wir jetzt hier im Kreis fahren. Warte, ist das eine Galeone? Nee, ist ein Schunken. Dann ist das egal. So, das nächste Mal halten wir in Guadeloupe an, glaube ich. Es sei denn, hier ist jetzt auch eine Galeone. Nee, das sind Dschunken. Ja, da ist auch eine Galeone, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Galeonen-Galeone. Ich höre nicht auf mich selber, das ist doch blöd. Warte, ist das alles? Ist das nur eine Catch? Ist das dein Ernst? Verzieh dich. Hier, Warnschuss. Jetzt verzieh dich. Stellt euch mal vor, ihr seid so eine Catch, denkt sie so, oh, ich habe gehört, hier werden bald ein paar Händler vorbeifahren. Dann so, oh fuck, ich verpiss mich in meiner kleinen Kack-Catch. Guadeloupe wollte ich hin. Ich wollte nämlich ein paar Matrosen aufladen und Guadeloupe ist eine große Stadt. Das heißt, hier können wir ordentlich Leute herholen. Du bist voll, du bist voll, du bist voll. Du kriegst erstmal größere Kabinen, tatsächlich. Die machen wir generell jetzt Enter fertig. Und ihr werdet gleich sehen, ich glaube, Galeonen sind noch ganz okay, aber es sind halt keine Korvetten. Ich bin ein kleiner Fanboy, tut mir leid. So, das dürfte ganz schön teuer gewesen sein. Hier toter Winkel 67 Grad, 12,9 Knoten Rückenwind, 8,6 im Seitenwind. Das ist halt, aber dafür 126 Leute, sehr starker Rumpf, vor allem wenn man es mit unserer angeschlagenen Korvette vergleicht. Deswegen. Es ist halt in meiner Handel. Bist du eine Galeone? Du bist eine Junke. Das heißt, du bist uns egal. So. Boah,
Boah, 19.000, holy shit. Reparaturtime, einmal ganz schnell. Die Schnauz werden wir jetzt auch dann bald verkaufen. Da ist ein Junker. So, mal gucken, was wir so finden. Jetzt, wo wir wieder volle Besatzung haben. Da ist eine Catch, wow. Das hatten wir gerade. Zwei Galeonen und das Niederländer. Und die sind uns egal, das ist eigentlich perfekt. Mache ich das? Es sind sogar drei Galeonen, eine, die wir verkaufen könnten. Ich weiß nur nicht, ob wir alle besetzt kriegen. Ich lege mal kurz unsere neue Galeone, unser neues Flaggschiff, ganz nach vorne. Und ich werde auf jeden Fall eine Schnau auch behalten, übrigens, ist mir gerade aufgefallen, für PvP. Weil Mayas stärkstes Schiff, soweit ich das weiß, eine Schnau ist, glaube ich. Puh, okay. Zwei Galeonen. Los geht's. Das wäre richtig, richtig gut. Ihr bleibt angelegt. Ich schnapp mir die erste Galeone. Und danach müssen wir mit den Korvetten weitermachen. Weil ich glaube nicht, dass ich beide Galeonen ausschalten kann. 126 wird knapp. Ah, Galeonen sind aber auch so schick. Die haben so hohe Masten, sind so sexy. Ah, schön. So, einmal kurz schneller reindrehen. Für einen besseren Winkel. Und dann kaputt machen. So, 81 merke ich mir mal kurz. Wenn wir am Ende noch 40 übrig haben, wenn wir fertig sind mit Entern, dann entern wir die andere Galeone auch hier mit. Oder zumindest die Zivile. Ich glaube, wir entern die Zivile noch damit. Ja. So, du kannst mal da bleiben. Und wir schnappen uns die Zivilgaleone. Die dürfte weniger Besatzung haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, schieß ruhig auf uns. Wir machen dich kaputt. Das ist halt der Vorteil, weil wir Falkonetten und sowas haben und weil wir die Kapitänsfähigkeiten haben, machen wir mehr Enterschaden als unsere Gegner und können dadurch auch Schiffe kapern, wenn die mehr Besatzung haben als wir. So, schnell mal auf die Korvette wechseln. Weiche feindlichen Schiffe aus, bitte. Warum ist sie da stehen geblieben, die kleine Doofnudel? Die wird doch jetzt einfach von uns wegrasiert, oder nicht? Fump und entern. Kein Problem. Frage ist, kriegen wir alle Schiffe besetzt? Ich würde nämlich gern tatsächlich alle mitnehmen. Die Galeone würde ich gerne verkaufen. Und, also die kleine Kack-Galeone würde ich gerne verkaufen. Und die anderen würde ich, glaube ich, gerne behalten. Das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. So, kann ich dich entern? Habe ich genug Leute dafür? Habe ich. So, dann wechseln wir auf unsere andere Korvette und jetzt machen wir die kleine Enterparty. Wobei, folgt mir mal bitte alle. Das ist, glaube ich, besser so. Das ist unsere Galeone. Das ist die zivile Galeone. Das ist die militärische Galeone. So, bleibt mal bitte alle stehen. So ist, wenn man auf allen dem Befehl gibt, stehen zu bleiben, bleibt auch das Schiff, was man gerade fährt, stehen. Ist ein bisschen unpraktisch, aber. Ich meine, was soll ich dagegen schon machen? Ja, wir können alle mitnehmen, glaube ich. Und zwar ziemlich problemlos. So, aber ich will eine der Schnauz behalten. Und wir haben jetzt. Da werde ich jetzt auch eine der Korvetten los. Ha! So, das waren Niederländer. Wir fahren nach Guadeloupe. Die mögen uns nicht. Aber da gibt es viele Leute. Ah, es ist soweit. Unser Stützpunkt Île du Diable wird angegriffen. Segel dorthin und zerstöre die angreifende Flotte. Mache ich das diese Folge? Das wäre schon ganz schön hart. Vor allem wissen wir nicht, was da auf uns lauert. So, erstmal. Ich verkaufe eine der Schnauz. So. Du, Pearly Falcon, du bist jetzt leider des Todes. So, du bist eine der militärischen. Militärisch. Hä? Nicht doof? Warum kann ich nicht auf. Ah, das ist jetzt weird. Okay, ich kann doch die Zivile auswählen. Ich verscherbe mir nämlich auf jeden Fall auch. So, jetzt haben wir drei Galeonen, eine Schnau, eine Korvette. Zwei Korvetten, verdammt. Wir haben zwei Korvetten, ne? Ja, So, die Galeonen verlegen wir nach vorne. Das ist so komisch sortiert. Ich habe das Spiel ein bisschen abgefuckt, glaube ich, mit unserer Action hier. So. Ich rüste mal kurz die beiden hier wieder fürs Kapern aus und dann treffe ich euch gleich wieder. Also bis gleich. So, die Galeonen sind zum Entern ausgerüstet. Aber ich werde jetzt noch unsere
nicht minzige Korvette verkaufen, tatsächlich. Damit wir alle fünf Schiffe mitnehmen können und wir brauchen auch keine zwei Korvetten, wenn wir jetzt hier wechseln. Eine Korvette werde ich sowieso immer behalten. So, Île du Diable wird angegriffen und wir werden ihnen zeigen, wo es lang geht. Erste Stützpunktverteidigung. So, mal gucken, was hier alles vor Anker liegt. Oh, das ist ja süß. Ist ja gar nichts. Ihr werdet sehen, später wird das eindeutig heftiger werden. Ich bleib mal kurz stehen und warte darauf, dass sich die anderen Schiffe verpissen, bitte? Weiche feindlichen Schiffen aus. Seid ihr bescheuert? Normalerweise hätten wir jetzt da vorne, glaube ich, ungefähr eine Festung, die uns helfen würde. Wie stark ist eine Junko besetzt? 90. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Da ich das aber ohne spiele, spielen wir das lustige kleine Enter-Spiel. So, komm näher, bitte. Du wirst geentert, auch wenn du es nicht wusstest. Später werden die Stützpunktverteidigungen deutlich schwieriger. Nicht unbedingt schwieriger, je nachdem, wie gut wir voranschreiten, was unsere Flotte angeht. Aber es werden mehr Schiffe, es werden deutlich, deutlich stärkere Schiffe. Und es gibt dann auch deutlich mehr Erfahrungspunkte, als wir aktuell kriegen zum Beispiel. Ich hasse den Wendekreis. So, kriegen wir einen Zweimaster? Das ist die wahre Frage, aber es sieht gut aus. So. Und wir können tatsächlich beide Schiffe dann einfach auch hier entern und verkaufen. 169, das ist mal gar nichts. Später gibt es teilweise 2000 Erfahrungspunkte. Ich nehme die Korvette, die ist schneller. Wo müssen wir lang? Da lang. Ja, also deutlich heftiger, deutlich stärkere Schiffe später. Es ist später auch ein bisschen mehr random. Weil es entweder so ein richtig schwacher, kackiger Überfall sein kann, wie wir es jetzt gerade hatten. Oder halt, was ein bisschen heftiger ist, so mit den stärksten Schiffen im Spiel. Und dann sollte man gut vorbereitet sein. Meine Nase juckt schon wieder. Ist das nervig. Ach, ich bin ein Fan dieser kleinen Minz-Korvette, ey. Oh Mann. So, schnappen wir uns eine Junke. Bin mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt damit verdienen. Das ist nämlich auch ganz nett, man verdient daran dann im Endeffekt einfach nur Geld, wenn es ein kleinerer Überfall ist, weil man dafür kaum was investieren muss. Warum mögen uns die Niederländer jetzt? Ach, ich dachte gerade, das wären die Niederländer, das sind die Dänen. Ich bin bescheuert. So, Leute wieder auffüllen. Das ist eigentlich das, was im Endeffekt dann allerhöchstens nervig ist. Ich habe auch festgestellt, dass ich blöd bin, weil theoretisch kann ich einfach von den gekaperten Schiffen die Männer wieder auf unsere Schiffe verlegen, dann spare ich mir ein bisschen Geld, aber ich bin irgendwie zu faul dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. So, das waren nochmal so 500 oder so. Das bringt Knete. Das hier sind nochmal so wahrscheinlich so 1000, 2000 oder so. 1500 vielleicht. Mal gucken. Oh Gott! Holy shit! Stützpunkte angegriffen werden, Tutentun. Das lohnt sich. So, verziehen wir uns mal in unseren Heimathafen, wo wir nochmal ein bisschen Knete kriegen. Unsere Schiffe sind leicht beschädigt. Da sind unsere kleinen süßen Catches, die ich auch behalten werde. Ich werde jetzt aber mal die Schnau und die Korvette zurücklassen. Aber besetzt lassen. Denn die werden wir jetzt erstmal nicht mehr benutzen. Wir werden uns jetzt auf Galeonen konzentrieren. Dänen. Ich will mich nicht wieder mit den Dänen anlegen. Ich habe so lange mit den Dänen mich angelegt. Ich gucke noch einmal kurz, was es hier gibt. Aber ich glaube, dann reicht mir das erstmal. Ich bin ein bisschen durch. Kutter, wow, mit Brig, Kriegsschaluppen, Schnaus, Kriegsschaluppen, Galeonen. Es gibt, glaube ich, noch keine Kriegsgaleonen. Das sind quasi militärische Galeonen nochmal geupgradet. Aber es gibt schon mal die hier, die schon ziemlich sexy sind. Den verpasse ich, glaube ich, gleich noch im Paintjob offscreen. Dann werdet ihr euch überraschen lassen müssen, wie die danach aussehen. Vielleicht genauso edgy wie unsere Schnau oder so minzig wie unsere Minzkorvette. Das mache ich noch. Moment. Hier kann man den Namen nämlich ändern. Kopf 2 klingt wie ein blöder Name. Wie wär's stattdessen mit Minzkorvette? Viel besser. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe noch keine Ahnung, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht fahren wir ein bisschen in der offenen Welt rum. Ich habe nämlich Lust, versteckte Häfen zu suchen. Und wir haben einen Ort, wo ich auf jeden Fall mal gucken möchte. Also, bis zum nächsten Mal und bis dann.